Willkommen zurück aus Berlin. Ich bin hier mit Raphael Miroslav, Jahrgang 2001 von der SG HT16 Hamburg. Der ist vor kurzem sehr erfolgreich gewesen bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, wo er einen neuen deutschen Altersklassenrekord in 3:53,81 über 400 Meter Freistil erzielt hat. Wie war denn das Gefühl für dich bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften? Das war doch dein erster deutscher Altersklassenrekord. Zuerst habe ich mich gefreut. Ich habe damit halt gar nicht gerechnet, weil die Tage davor halt nicht so waren, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich bin halt für mich gesehen recht schlecht geschwommen. Und dann halt am letzten Tag nochmal so 5 Sekunden besser auf 400 Kraul und im Finale nochmal eine drauf. Und dazu noch erster deutscher Altersklassenrekord. War schon, keine Ahnung, also man kann das halt nicht so ganz zusammenfassen, aber ich habe mich schon sehr stark gefreut. Schönes Gefühl auf jeden Fall, ein Happy End, denke ich mal. Jetzt bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die ja dementsprechend wichtig sind für dich, für Qualifikationen und des Weiteren, was wir noch besprechen werden, waren ja die 100 Freistil als Einstieg bei dir sehr gut. Direkt Bestzeit, erstmal leicht im Vorlauf und dann noch im Finale. Was sagst du so zu deiner Entwicklung? Bist du zufrieden damit? Ja, auf jeden Fall. Also mit der Vorlaufzeit, ich wollte unbedingt unter die 52 kommen. Dass jetzt nur 0:3 im Vorlauf wurde, ja, war mir halt nicht so wichtig. Ich habe mich fürs Finale qualifiziert. Mit einer 1:51,3 bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung an sich. Die Vorbereitung war jetzt auch ganz gut. Hab mich gut gefühlt, bin auch eigentlich gut geschwommen. Und ja, also das bestätigt auch für mich, dass ich ganz gut drauf bin. Und ich hoffe, dass das auch so weiterhin bleibt. Ja. Ich denke, das wird weiterhin so bleiben. Du hast jetzt wahrscheinlich als Ziel nicht die JTM, sondern AOF. Da gibt es ja die zwei Blöcke mit 50 bis 200 Freistil und 400 und 1500 Freistil. Wofür hast du dich denn entschieden? Ich schwimme den 50, 100 und 200 Freistil Block, da ich halt, ja, 1500 liegen mir erstmal nicht so, glaube ich, und ich mag die Strecke auch nicht. Und zudem finde ich, dass ich größere Chancen hätte auf 50, 100 und 200 Freistil. Was hast du denn so für die Strecken vorgenommen? Auf jeden Fall möchte ich noch die 200 Kraul gewinnen, also das wäre mein Ziel. Und die 400, bei den 50 würde ich mich natürlich auch über einen Sieg freuen. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wie die anderen aus meinem Jahrgang auf 50 Meter Kraul sind, aber ja. 400 Freistil hast du angesprochen. Für die AOF-Quali ist das jetzt in dem Fall nicht so wichtig, aber ich finde, für dich persönlich kannst du da eine Marke durchbrechen. Schaffst du die 4 Minuten? Ich hoffe es. Also das ist auch mein Ziel gewesen, dass ich sozusagen unter 4 Minuten schwimme. Und ja, also ich glaube, dass ich das schaffen kann. Perfekt. Dann gibt es noch ganz wichtige Fragen und seriös natürlich, wie immer. Jakob Heidmann und Ramon Klenz, zwei Teampartner aus Hamburg von dir. Freunde von dir? Ja. Wen von beiden findest du denn cooler? Das ist halt immer so teils, aber ich sag jetzt Jakob. Wen findest du schöner? Jakob. Wen findest du intelligenter? Jakob. Und wer ist lustiger? Ramon. Ja, das hat ja ein Happy End für ihn gefunden. Ja. Alles klar, dann viel Erfolg bei der Erreichung deiner Ziele und dann danke fürs Interview. Dankeschön.